Der FFH-Dummfrager. Und er kriegt immer noch jeden. Entschuldigung, ich lasse mich nur ungern stören, aber am Wochenende geht wieder das Dschungelcamp los. Würdet ihr da auch mal mitmachen? Ich weiß, ich bin mir nicht so sicher. Also manchmal habe ich so eine Phobie gegen so Insekten oder so. Habt ihr Angst vor Spinnen? Ja, die sind einfach eklig. Und was macht ihr, wenn ihr plötzlich eine Wäschespinne seht? Schreiend wegrennen. Was? Schreiend wegrennen, ja. Aber die also sind doch harmlos, ja. So eine Wäschespinne. Ich bin eher so der Typ, der bei einer Mini-Kleinen schon Angst hat. Was wollt ihr auf keinen Fall in eurem Garten haben? Eine Wäschespinne oder eine Katze? Eine Wäschespinne. Die sind einfach eklig. Vor was habt ihr dann am meisten Angst? Vor Spinnen? Ja. Und Schlangen. Ja. Schlangen? Ja. Ich habe hier auch schon eine Schlange gesehen, gerade heute Morgen sogar wieder eine. Echt? Sogar eine ziemlich große war das. Ja. Vom Testzentrum hier. Oh Gott, die sind irgendwie komisch. Ich mag keine Schlangen, die sind eklig. Wie würdest du da reagieren? Ganz panisch. Ich glaube, ich würde wegrennen. Wirklich? Ja, wirklich. Ja, das war schon eine richtig lange Schlange. Die war also mindestens so 10 Meter lang. Oh mein Gott. Ja. Also in Deutschland habe ich noch nie so eine lange Schlange gesehen. Ehrlich, noch nicht? Nee, in Deutschland noch nie. Auch nicht beim Einkaufen irgendwo? Nee. Die war locker 10 Meter. Das waren 20 Leute mindestens, die Schlange. Och Mann. Das war ein kleiner Scherz. Och Manu. Der FFH-Dummfrager. Jeden Dienstag in Guten Morgen Hessen bei Hitsradio FFH.